Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Genau. Heute packen wir wieder was aus. Genau. Ich habe hier jemanden eingeladen. Richtig. Oh, wir sind ganz schön dicht. Vivi hat so viel gebettelt, dass ich gesagt habe, ja, da darfst du auch mit auf meinen Kanal. Und ihr wart natürlich... Was? Reicht dein Akku für diese Suche? Ich habe einen zweiten mit. Wer weiß noch, was beim letzten Mal passiert ist, dass Vivi nur einen halben Akku mitgebracht hat. Wer das noch nicht gesehen hat, wir verlinken euch das hier oben. Das war auch eine schwere Katastrophe. Wir haben da noch gar nicht richtig das Intro gemacht. Ach so, ich dachte, ich wäre das Intro. Ich hab's gefunden. Das ist ganz toll, Moni. Moin, Leute! Cool, dass ihr jetzt in diesem neuen Video wieder mit am Start seid. Ich habe meinen Brudi Brutzenbär dabei und wir haben den Pausenfutter-Adventskalender mit, der uns 60 Euro gekostet hat. Er ist zuckerfrei und vegan. Hat Ramon ja erst keinen Bock drauf, aber ihr wart so überzeugend in den Kommentaren. Ich habe immer noch keinen Bock drauf. Ich habe heute dummerweise auch gesagt, ich sollte heute Morgen nichts essen oder nicht so viel essen, damit ich Hunger habe. Und dann habe ich, weil ich vergessen habe, es ist zuckerfrei. Und jetzt habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass ich gar nicht so viel essen werde. Das wäre so ein bisschen Abfuck. Ja, okay. Los geht's. Ich habe schon ein bisschen Angst davor, dass da viel Kokos drin ist und du mich zwingst, es zu essen. Eins. Der ist total schön. Du machst eins. Nee. Du hattest Hallo? Jetzt... Nee. Ich hatte einmal. Eins, du hast hier. 7000 gemacht. Ja. Aber na gut. Sie will halt, dass ich das letzte Mal mit dabei bin. Nein, okay. Zu spät. Also, wir haben die Nummer 1. Die sind alle übrigens relativ klein, die Türchen, aber relativ tief. Ja. Das sieht schon sehr dunkel aus. Mimsalicious. 3 Millionaire Bars. Okay. Also, Schokolade, gluten-free und plant-based, triple chocolate. Das wird herzhaft, sag ich dir. Ja, das wird auch ausgepackt. Endlich geht es los, steht in der Tür. Wollen wir hier halbe machen? Oha. Zeig mal rein. Das Achso, stimmt. Sieht geil aus. Sieht man das? Sieht wirklich hat geil er sich aus. Schon gedingst? Ja. Ding, ding, ding. Okay, schön. Nee. Doch, das ist aber lecker. Kann man essen, ne? Das ist zuckerfrei? Einfach der Zucker, zuckerfrei. Ja, der Zucker, der im Kakao drin ist, quasi. So nach dem Motto. Ja, aber das schmeckt gut. Mhm. Ja. Das ist wirklich lecker. Okay, da war ich jetzt positiv überrascht. Wenn das so weitergeht, kann ich damit leben. Du hast auch nicht so viel erwartet, ne? Bleib einfach bei der Erwartung. Ja, stimmt. Wird alles scheiße. So, Türchen Nummer 2. Oh, das ist hier die Kinderschwierigkeit. Die sind alle untereinander. Nee, gar nicht wahr. Hallo? Ja, und da ist die 7. Ja, kommt es nicht danach, Vivi? Wir haben hier Twin Bite, Double Chocolate, vegan. Haben wir das gleiche schon mal ausgepackt? Nein. Ah, okay, sonst habe ich gedacht, dann haben die vielleicht gelernt. Aber ich denke, du willst satt werden. Erstmal ein kleines Stück, du weißt ja nicht, wie es schmeckt. Hast du es in die Kamera gehalten? Ja. Ja? Also ich habe es mit der Tüte in die Kamera gehalten. Jawohl. Naja. Am Anfang schmeckt es ein bisschen nach Feld. Aber mit Schokolade? Nee, oh, da ist Kokos drin, ne? Ja. Und es schmeckt auch immer noch nach Feld. Aber fand ich jetzt in Ordnung. Das erste fand ich besser, aber auch nicht schlecht. Man schmeckt richtig diese Kokosflocken. Ich merke das auch, wenn ich drauf beiß. Mhm. Die 3 ist fast da drunter. Nennt sich das nicht auch Konfrontationstherapie? Wenn du so oft mit denen konfrontiert bist, dass du irgendwann keine Angst mehr davon hast? Nein, Exposition. Hab ich schon gesagt. Sich dem aussetzen quasi. Mein Bruder ist übrigens Psychologe, falls du das noch nicht weißt. Better. Ach nee, Better? Sesame Butter Bar. Yay. Was ist Sesame? Sesam. Ah. Hättest du es gelesen, hättest du es... Geil, der könnte geil sein. Oh, der ja. Sieht merkwürdig aus. Der hat so ein bisschen so fruity. Mach mal dein Gesicht weg. Sorry. Sorry, Bro. Mach dir mal ein bisschen was ab. Okay, schmeiß weg. Nee. Nein. 3-Sekunden-Regel. Nein. Doch. Ey, guck mal, da sind Blusen dran. Stimmt gar nicht. Das ist auf deinen Fingernägeln, Bibi. Mach das in den Mund. Oh, du bist so ein schlechter Mensch, ohne Witz. Hallo, wir wollen doch nichts verschwenden. Das ist doch nicht nachhaltig. Ist okay, aber die Konsistenz ist... Habe ich gerade auf Sand gebissen? Kommt das auch vom Feld? Ja, also... Nee, das finde ich okay. Finde ich auch in Ordnung. 4. Die lassen sich auch ganz gut finden. Und ganz gut aufmachen. Das ist ja manchmal so was, was wir sagen... Was war der letzte, den wir aufgemacht haben? Der ging ja gar nicht richtig auf, ne? War das der Sextoy-Adventskalender? Nee, der mit Essen, glaube ich. Der Vegan-Box-Adventskalender? Nee, weiß ich nicht mehr genau. Können wir euch auch verlinken, wenn ihr das wollt. So, Smoothie Roll. Erdbeer. Altes Landapfel. Was für ein Ding? Dein fruchtiger Snack. Ja, dann mach mal auf. Der alte Landapfel hier.
Das sieht gar nicht aus wie ein Essen. Das sieht aus, als wäre es irgendwie so ein Pulver für die Badewanne. Ach du heilige Maria, das sieht aus wie Schinken, Junge. Das sieht aus wie Leder, Diggi. Halt das mal in die Kamera, bitte. Das sieht aus, als würdest du da jetzt gleich einen Schuh draus bauen. Wie so eine... Oh. Ne, das geht. Also, man schmeckt, dass es das Richtung Erdbeere gehen soll, aber ich finde die Konsistenz seltsam. Ja. Hier, behalte es auf deiner Seite. Das will ich gar nicht haben. Also, ich habe auch nicht gesagt, dass du ihn recht hast. Doch, das darf ich haben. Was auf meinem Tisch ist, bleibt bei mir. Ich wollte jetzt kurz noch was Positives dazu sagen. Hinten raus war das nochmal richtig erdbeerig und dann fand ich das ganz in Ordnung. Aber die Konsistenz ist trotzdem komisch. Ja, auch die Optik ist irgendwie seltsam. Ja, mhm. Aber wahrscheinlich sehr natürlich. 5 habe ich gefunden. Siehst du, es wieder da drunter. Was? Das sieht doch aus, als wenn Vivi das essen will. Schokobam! Haselnuss-Kakao, okay. Du hast gehofft, dass es Kokos ist. Ich habe gedacht, dass es Kokos ist. Wir haben schon einen Akkustrich. Du hast bestimmt wieder nur irgendwie 80% voll gehabt, ne? Hupala. Er sieht auch ein bisschen aus wie ein kleiner Kokos. Er sieht aus, als wärst du gerade auf Klo. Ich sterbe, ist das witzig. Aber geil sieht es eigentlich aus. Ja, das war jetzt gerade. Ich habe gerade den Vergleich mit der Wurst gemacht und du sagst, es sieht geil aus. Riecht gut auf jeden Fall. Oh ja, das ist lecker. Kannst du mitnehmen. Von Foodloose. Hm? Schmeckt ganz gut, aber. Wo soll ich das hinmachen, Moni? Eine beige Couch, komplett sauber, und sie legt das offene Schokoding da drauf. Komplett sauber möchte ich anzweifeln, aber... Hallo? Die Couch ist jünger als du auf jeden Fall. Das heißt nicht. Die ist auch jünger als meine Tochter, wollte ich kurz dazu sagen. Ja? Und meine Tochter ist 1. Was ich aber trotzdem sagen wollte, war, du willst es hier hinlegen, aber ich habe gar keine Möglichkeiten. Dicky, du hast eine fette Tüte. Dreckige Liedetüte. Ja? Besser als die saure Couch. Scheiße, was brauchen wir? Nikolaustag, ne? Hier unten. Mhm. Boah, wow, das sieht geil aus. Ja, den killen wir, los. Ein Weihnachtsmann am Stiel. Wir wünschen dir einen fleißigen Nikolaus, steht in der Tür. Oh, da hoffe ich jetzt ganz stark. Es ist ja keine Vollmilch, es kann ja keine Vollmilch sein, obwohl natürlich es so aussieht. Kann es, ne? Vollmilch, also nicht Milch, aber es geht ja trotzdem. Genau, hast du richtig verstanden. Genau das meinte ich. Ich esse die Zipfelmütze, ich bin sparsam. Wie nimmt den halben Weihnachtsmann wahrscheinlich? Wer hat gesagt, dass du da einfach abbeißen darfst? Hallo. Das geht auch nicht so gut. Schmeckt eigentlich ganz gut, ne? Ja. Will ich nicht, hast du Angst damit. Und die Hälfte auf meinen Teppich geworfen. Oh, jetzt hör auf! Lass du den darüber. Getroffen. So, nächstes. Hallo, du saugst nachher. Nein, ich hab das schon nur in meiner Hand. In deine Hand gerieben, ach so, genau. War das eine würdige 6? Mhm. Ich weiß nicht, ich hatte zu wenig. Ich nehm nur die Zöpfelmütze, ich bin sparsam. So, 7 ist wieder in der Mitte. Ich habe das Gefühl, ich kriege immer die in der Mitte. Blöom. Strawberry. Sorry, Chia Seeds. Okay, so sieht das Ding aus. Ist nichts Schokoladiges. Oh, da sind sogar 2 Bälle drin. Aber ich glaube, wir brauchen hier erstmal noch einen. Nee, ne? Ist da Kokos drum? Nö, das glaube ich nicht. Das ist Puderzucker. Da ist Kokos drum. Ja, dann kriegst du das kleinere Stück. Das ist das größere, glaube ich. Okay. Oh, es riecht auch richtig nach Kokos. Zieh durch. Das nimmst du ja mit, ne? Ne. Und? Was sagst du dazu? Also alle Kokosfirmen braucht Vivi nicht schicken. Sie wird immer sagen, dass es schlecht schmeckt. Ja, kann man essen, ist halt Erdbeer, aber es ist nichts, was mich schockt. Und bei dir so? Ich versuche nicht durch die Nase, damit ich nicht so viel Speck. Du musst mal richtig riechen, sonst kannst du gar keine professionelle Bewertung abgeben. Tür Nummer 8. Yay! Den kennen wir schon. Den habe ich schon mal gegessen. Dann wahrscheinlich mit mir. Und dann wahrscheinlich auch. Ist jetzt nicht so, dass ich mich positiv daran erinnere. Ich bin gespannt. Achso, ich dachte, wir lassen es jetzt zu, weil wir schon mal gegessen haben. Nein? Was? Das ist wie, als wenn du sagst in der Autowerbung: Ja, wir lassen das Auto zu, weil wir schon mal in einem drin saßen. Das ist das gleiche Auto, quasi. Sieht so aus, als wäre da Keks drin. Mhm. Ist kein Keks? Nee, Peanut Butter eigentlich. Ich erinnere mich auch, da. Mhm. Alles klar. Ja, nimm ruhig. 9. Ich bin wieder in der Mitte, guck mal. Oh, nee. Oh, ich schaff's nicht. Ich wollte schmalig sein. Tja, Winnie Winselbär. Oh, Moni, ich schaff's nicht. Wenn du hierher kommst und mit mir so einen Kalender aufmachen willst, dann musst du es halt auch durchziehen. Ich spucke. Aber du kriegst ein kleines Stück, okay? Ich mach dir hier so eine kleine Ecke ab, guck. Oh, hast du den Piss schon reingezeigt?
Hab ich den Piss schon rein? Hallo, du bist eine Familiensendung. Nee. Ja, ich zeig jetzt mal hier den, das Zeug hier rein. Guck mal. Geduld. Ich wollte gerade sagen, du bist gerade auch auf deinem Boden gekrümmelt. Das schmeckt eigentlich ganz gut. Das hat ein bisschen was von Milky Way. Damn, das schmeckt echt gut. Boah, nee. Ich finde das witzig, dass man so eine ganz explizite Abneigung gegen irgendeinen Geschmack haben kann. Ne? Ey, das ist richtig gut. Was ist das hier? Linus Bites. Das ist also nice. Das ist, ich würde jetzt fast behaupten, das ist das Leckerste, was ich bis jetzt gegessen habe. Ja, ich bin eine andere Meinung. Ja, du kannst ja nicht mitreden, du magst keinen Kokos. Das war richtig gut. Aber es war auch nicht so schlimm, wie ich dachte. Aber es war schon nicht schön. Du hattest ja aber auch 90% Schokolade und irgendwie nur 10%. 10, richtig? Ja. Vanilla Choc Chip. Yay, das wollen wir. Cookie Bites. Halt mal rein. Das ist ein halben. Ich will nicht lassen. Wir haben noch 12, 14 Dinger vor uns. Du wolltest satt werden. Ei. Ah. Haben wir am Kingsten nicht hingehalten, ne? Sehr lecker. Kann man sehr gut essen. Was ist das? Das ist das Ding Cookies. Crookies. Na dann. 11? Ja. 11, 11, 11. No Bake Blueberry White Chocolate Crumble. Das wurde nicht gebacken. Oh. Das ist quasi. Wie nennt man das nochmal? Roher Teig. Aber dafür, dass kein Zusatzzucker drin ist, ist der. Sind die alle süß? Ziemlich, ziemlich lecker, ja. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das hat eine Kindersicherung. Boah, er sieht ein bisschen anders aus, Junge. Oh nein, ich muss wirklich nachher saugen. Habe ich das jetzt schon reingehalten? Also. Ach du Scheiße. Die weiße Schokolade, die ist ganz geil. Da, ja, das ist so ein bisschen Geschmacksverwirrung. Da ist ganz viel Geschmack drin, ne? Da finde ich auch ganz in Ordnung. Aber ja. Oh, die Richtung, also zwischen weiße Schokolade und Beeren und alles. Hm. Schmeckt so vergoren. Bin ich dran? Waren das vielleicht die Essensreste von gestern noch bei dir? Oder? Tür Nummer 12. Das ist auch nichts Schokoladiges, ne? Das sieht aus wie Nüsse und Früchte. Chocolate Berry. Oh, okay. Von My Müsli. Das möchte ich. Das möchte ich. Von innen sieht es aber so ein bisschen lila aus. Das hat ein bisschen Joghurette-Style, wenn ich ehrlich bin. Nee, schmeckt geil. Da merkt man, dass man kein Zucker hat. Ich finde das auch nicht unsüß, aber das ist das Erste, wo ich sage... Nee, auch so. Ist nicht meins. Aber ich bin ganz, ganz erstaunt. Was war jetzt die 12? Ja. Dass wir nach der Hälfte das erste richtig eklig. Ich wollte gerade sagen, dass wir. Also richtig eklig ist es auch nicht. Ist einfach nur nicht meins. Also das muss man dem Kalender sehr, sehr hoch ansehen. Wie viel kostet der nochmal? 60. Ja, ist auch nicht billig, muss man sagen. Ist wirklich nicht billig. Aber wenn dir zuckerfrei wichtig ist, dann hast du, glaube ich, keine günstige Alternative. Außer du packst dir jeden Tag ein Möhrchen rein. Und dieses Bär. Oh. Das hatte ich schon mal. Ja? Das kenne ich irgendwoher. Ich sehe das immer bei Anna von Pausenfutter. Anna von Pausenfutter? Anna von Erbsenzähler. Das sieht aus wie eine Lakritzschnecke so ein bisschen. Das nennt sich Fruchtleder oder so? Stimmt das? Fruchtleder? Ich glaube, sie nennt es immer Fruchtleder. Sieht ein bisschen aus wie Leder. Also ich kann mir vorstellen, dass das Kindern schmeckt. Scheiße. Gönn dir. Das klingt nicht. Aber irgendwie... Ja. Also wenn ich jetzt... Guck mal, ich lese, was da drauf steht. One of your 5 a day. Und man sagt ja immer 5... kurz auf Deutsch wieder zurückswitchen. 5 Obst- und Gemüsesachen pro Tag. Und ich glaube, das ist hier so eine Art Süßigkeit, die Obst und Gemüse ersetzt. Und dafür ist es eigentlich total geil. Wenn ich mir vorstelle, mein Kind, mein Sohn denkt, er nascht und dabei isst er gerade einen Apfel und Blaubeeren. Das finde ich eigentlich ganz nice. Wollen wir das Leo nachher andrehen? Ja. War ich, du bist dran. Ich bin dran. 14? Tüge Nummer 14. Hazelnut Choc. Sorry, ich habe sie aus der Hand genommen. Nee, ist gar nicht schlimm. Das sieht aber schon wieder aus wie Kokos. Nee. Das ist ein Fußball, der irgendwie... ausläuft. Hier, ein veganes Vanillegipfelrezept. Möchtest du das haben? Nee. Heißt das nicht auch Kipfel? Ja, ich wurde in meinem letzten Video dafür ausgelacht, dass ich immer Vanillegipfel gesagt habe. Und einer hat reingeschrieben, habt ihr auch die ganze Zeit Vanillegipfel verstanden? Habe ich auch gesagt. So. Ich hab in meinem einen YouTube-Video oder nee, TikTok-Video habe ich auch irgendeinen Scheiß erzählt. Oh, wenn ich das jetzt noch wüsste, das war so mega witzig, als sie mich da drauf hingewiesen haben. Also, oh, das haben wir schon mal gesehen. Das sieht aus wie eine Pflaume. Schmeckt das nach Pflaume? Das riecht auch schon nicht ganz so geil. Dann müssen wir den Akku gleich mal wechseln. Alter!
Frag mich nicht, die Akkus sind einfach alt. Ist nicht meins. 16? Nee, 15? Ich bin ja die ungeraden Zahlen, genau. 15! Lebkuchen! Das hatte ich in irgendeinem Dings. Habe ich nicht probiert, aber das hatte ich in irgendeinem anderen Kalender. Kalender? Kalender. Also, da ist ein... Doch nicht. Geil. Das, also das ist, wenn das ein Lebkuchen ist und der ist so mit Schokolade, das ist wie so ein Schokoriegel. Jetzt bin ich sehr gespannt. Okay, ich krieg's nicht ab. Oh ja. Gib mir ein Stück mit an. Damn, die Schokolade schmeckt gut. Nee, meinst du, ist nicht so. Aber es schmeckt nach Lebkuchen. Jetzt weiß ich, warum es nicht für dich ist. Gesüßt mit Kokosblütenzucker. Ach, das zählt dann auch gleich als No Sugar, oder was? Ja, halt ohne Industriezucker, ne? Aber alles andere kannst du tonnenweise reinkippen, oder wie? Ja, jetzt im Nachhinein weiß ich auch nicht so genau, ob ich die Schokolade so geil fand. Los, 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 wir haben noch keine Zeit. Warte doch, was muss ich denn machen? 16. 16. Türchen Nummer 16. Oh, 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 oh. Wir sind einfach echt ein Arsch, ein Eimer. Nee. Doch, sag nicht nein. Nee. Doch, sag mich bitte. Mach das auch jetzt. Oh, du willst mich doch nicht traurig zurücklassen. Was denn? Was ist das? Mandel? Weiß ich genau. Irgendwas mit Orange. Ja, Chocolate Orange Dip Almonds. Oder wie du im letzten Video gesagt hast, Almond. Das ist eigentlich okay. Ja, das schmeckt ganz gut. Was? Kannst du haben. So wie damals. Ja. Schmeckt ganz gut. Möchtest du noch was? Nee. Was? Ja, genau. Wollte ich auch sagen. 17, ne? Mhm. Wieder in der Mitte. Oh, oh, oh. Ein Baby will die. Himbeere, Kakao. Kleine Helden. Das sieht doch aus, als wäre da Salami drin, oder was? Guckt euch das mal an. Warte, bitte wegzoomen. Wieso sieht er mich denn nicht? Ja, jetzt. Das sieht doch aus, als wäre da Salami drin, oder was? Kleine Salami-Bällchen. Oh, oh. Das ist auch nur eine. Habe ich auch das Gefühl, als hätte ich das schon mal gegessen. Ach, das sieht von innen jetzt wieder, hat wieder so ein Joghurt-Gefühl. Ohne McDonald's, ich zeig gleich der Ort hier, ne? Weiß. Oh, ich bin ja nur mit 21.000 Euro im Verzug. Der ganz normale Wahnsinn. Also, Akku war gerade alle, wie immer, wenn Vivi zu mir kommt. Wir fanden es beide nicht so sehr lecker. Ja, jetzt machen wir weiter mit 18. Ruba, auch das haben wir schon mal gegessen. In irgendeinem früheren Kalender von irgendwo. Organic, vegan, gluten-free, chocolate-covered Ruba. Das ist irgendwas mit Erdnüssen. Toll. Aber der geht eigentlich gut. Schmeckt aber ganz gut. Schmeckt wirklich ganz gut. Dauert ein bisschen länger. Aber das war schön, wie wir so 19! Wie wir so Hälfte geteilt haben und nicht so. Noch fünfmal schlafen steht hier. Teufelswerk und Engelsgabe. 100% natürlich ohne Zuckerzusatz. Ingwer Limette. Oh, fuck. Oh. Ich will das nicht. Ist es eben wenigstens schokoliert? Ja. Ich schaff's nicht. Oh, Moni, du kannst nicht Ingwer und Kokos in mich reinprügeln. Das habe ich nicht gemacht. Ne? Du hast diesen Videoauftrag vorgenommen. Oh, verdammte Axt. 3 Sekunden. Eins, zwei, zweieinhalb. 3. Oh, scheiße, ich sterbe. Ich habe es extra wie nicht gleich am Anfang gezeigt. Hier nur sowas Kleines, komm. So. Oh, das ist doch nicht klein. Das ist, was ich jetzt doch das andere. Guck. Zieh durch. Ach, widerlich abgegangen. Boah, alter Schwede, Junge. Oh, bin ich dumm. Wieso habe ich das alles gegessen? Mein Gehirn hat nicht verarbeitet, dass da Ingwer drin ist und dass das nur scheiße schmecken kann. Ich freue mich, dass du auch leidest. Was ist das denn, Mann? Also, ich wette, es gibt da draußen Leute, die das gut finden. Aber ich habe gerne nicht unbedingt meinen Tee mit in dem Bällchen drin irgendwie. Schön. Also, ich bereue nicht viele Dinge, aber... Da hätte ich weniger essen können. Tüke Nummer 20. Ich habe mich für dich geopfert, weißt du, ne? Ja, ganz toll. Aber du hast dich erst gefreut, dass ich das essen darf. Ich habe immer noch das Ingwer-Ding im Mund. Das sieht so ein bisschen aus wie Kartoffelecken. Hier sind Mangostückchen. Dried Mango, okay. Das ist die 20, ne? Ja. 20, 20, 20. Oh, das wird gut. Du musst es doch mal in die Kamera zeigen. Ah, Entschuldigung. Ja, die sind so, wie sie immer schmecken. Okay, gar nicht meins. Ganz ehrlich, mein Gefühl sagt mir, der Kalender hat abgebaut in der zweiten Hälfte. Absolut, sehe ich auch so, aber die finde ich gut. Also ich meine, der Geschmack ist gut, aber irgendwie die Konsistenz, ne. 21. Der Ziegenbock.
21 Haselnüsse in Schoko, 60% dunkel vegan. Boah, Dicky. Das sieht geil aus, warte. Das muss ich mal in die Kamera zeigen. Ich kann schon kein Schoko mehr sehen jetzt. Ah. Cool, ich esse hier mal was mit Nuss und dann ist hier gleich Schluss. Oh. Mann. Schade, dass es nicht auf der Kamera war. Ist schon bitter Schokolade, also 60%. Aber finde ich in Ordnung. Ich mag Bitterschokolade eigentlich, aber das finde ich irgendwie nicht geil. Nee? Ja. Ich finde das in Ordnung. 22. Oh, ja, oh. Wie wir immer denken, dass es eine andere Melodie ist. Hast du eine Boombox an der Schulter oder was? Cinnamon Pop. Prize Puddings Pop Squares. Geil. Cinnamon. Warum gibst du mir das? Zum Reinzeigen. Warum muss ich das reinzeigen? Weil du dich da rankommst. Weil du mir immer alles wegnimmst. Das war nicht Boah. So. Das hat Bibi mir immer alles weggenommen. Und sie wollte mal mitspielen. Boah, willst du es halbieren vielleicht? Ja, willst du es halbieren? Sonst kriege ich mir gleich wieder Ärger, dass ich alles vollkomme. Zu Recht. Mann! Geschmacklich jetzt okay. Mhm. Aber es ist ein bisschen so, als würdest du Ostseesand im Mund haben, ne? Also ganz ehrlich, Leute. Ich meine, es ist... Wenn man das weiß, man hat nur ungefähr die Hälfte an Produkten, die richtig geil sind. Dann ist es schlau, dass man das Richtung Anfang macht. Ja, aber... Nee. Oh nee, ich will das alles nicht mehr. Aber ich bin auch nicht so der Foodloose-Fan. Erdnüsse, Mandeln, Orangenschale, Lebkuchengewürz. Lappadabam, bam, bam. Ich brauch irgendwas anderes. Bam, ich kann nicht mehr. Bam. Was hab ich da gesagt? Tinky Winky, Dipsy. La la, Gesäß. Oh. Gesäß. Also, um fair zu bleiben, Vivi, du musst jetzt mal ein bisschen professionell bleiben, Mann. Okay, sorry. Das ist ja nicht nett, den Produkt mir über. Finde ich gut. Also sehr weihnachtlich, da schmeckt man ganz doll Orange raus und Lebkuchen. Kann man aber essen. Aber du hast recht. Wenn man nicht vorher schon 30 gegessen hat. Ein Grundprodukt. Es ist okay, ich finde es aber doll. Also diese Orangenschale schmecke ich so doll, das finde ich irgendwie unangenehm. Ja, schon ganz doll. Mhm. Aber in Ordnung. Türchen Nummer 24 und hier ist jetzt der Shit drin. Hier ist bestimmt auch irgendwie ein kleiner Schoko-Weihnachtsmann oder so drin. Nein. Aber irgendwas mit der Schokotafel. Milk Chucky. Voll ohne Mu. Ich bin gespannt. Oh, ich habe noch nie eine richtig gute Vollmilchschokolade in vegan gefunden. Ich esse nochmal die Nuss, die hier rumliegt. 3-Minuten-Regel. Ich bin sehr gespannt. Ich war früher ein extremer Vollmilchschokoladen-Fan. Willst du es wissen? Nein, ich will es jetzt essen, Mann. Wir haben nicht so viel Zeit. Ich will es dir kurz vorlesen. Nein, will ich nicht. Bio-vegan. Zwing mich nicht! Süßware mit Kokosnussmilchpulver. Ja, und? Ja, furchtbar. Weißt du, dass Spinnenphobiker mehr Spinnen sehen? Kokosphobiker offensichtlich mehr Kokos. Riechst doch vorher. Riechst. Okay. Oh, mein Schwung weniger. Das sieht erstmal ganz cool aus. Oh, das riecht schon nach Kokos. Das riecht leider nicht nach Vollmilchschokolade, Leute. Oh, das ist ja richtig räudig. Ah, oh, nee. Oh, ist das ekelhaft. Oh, ist das eklig. Oh, ich kann nicht. Möchtest du dir? Das Ding ist, das kann Vivi nur sagen, weil das halt mega nach Kokos schmeckt. Ja. Es ist nicht so scheiße, wie sie sagt, aber für mich ist das keine Vollmilchschokolade. Auch wenn es vielleicht per Definition das ist, aber... Die Konsistenz war ganz gut, fand ich. Die Konsistenz war gut, ja. Dieses, wie das aussah, war richtig gut. Aber der Geschmack ist halt extrem kokoslastig und... Ja, also ich suche immer noch nach der guten Vollmilchschokolade. Wenn ihr irgendeine kennt, dass eine Vollmilchschokolade ist in vegan und ihr sagt, sie ist geil, schreibt das bitte in die Kommentare. Oder macht es vielleicht nicht, weil dann, wenn ich weiß, dass es sie gibt, dann kaufe ich sie mir. Nee, aber schreibt es mal bitte in die Kommentare, das wäre cool. Ja, dann, was? Ich wollte nur sagen, Fazit. So, ja, sehr gut. Also ich finde den Kalender, glaube ich, für wenn du auf Zucker achtest und so, ganz gut und auch vielleicht für deine Kinder statt irgendwie ein Milka-Adventskalender oder was weiß ich. Das ist, glaube ich, eine bessere Alternative. Ich glaube auch, dass der Preis gerechtfertigt ist, weil diese Produkte sicherlich alle einzeln ordentlich mehr kosten, also gerade zuckerfreie Sätze umkommen und so. Für mich ist der aber gar nichts, weil ich würde sagen, in 33% der Sachen irgendwie Kokos drin war. Ich finde das Konzept total geil. Hätten wir nach der Hälfte ein Fazit ziehen müssen, hätte ich gesagt, absolut das wert. Jetzt bin ich nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin.
weil 60 Euro ist schon ordentlich Kohle für einen Adventskalender. Aber dieser Aspekt, ich bin ja selber zweifacher Papa, und dieser Aspekt, wenn man das, wenn das ganz wichtig ist, dass die Kinder keinen Zucker zu sich nehmen, was es irgendwie bei uns auch noch ein bisschen wichtiger sein sollte, dann halte ich das Produkt für richtig gut, weil da ist Abwechslung drin, das ist richtig schön designt, das funktioniert gut und vieles davon schmeckt gut, aber leider auch zu viel nicht in meinen Augen. Mhm. Also wenn Gesundheit und Zuckerfreiheit wichtig sind, dann würde ich sagen, absolute Empfehlung. Mhm. Wenn es nur um Geschmack geht. Also Türchen Nummer 1, würde ich sagen, war so mein Highlight und mit denen zusammen, weil die... Mein Highlight war doch diese Schokolade, die du so blöd fandest. Hier, das war mein Highlight. Lilly Bites. Linus Bites. Ja. Linus Bites, wie auch immer. Und die kleine Kackwurst-Schokolade. Nee, die war nicht so meins. Aber da seht ihr auch, ne, Geschmack geht auseinander. Ich würde mich bei diesem jetzt gar nicht so unbedingt auf unseren Geschmack verlassen, mhm, weil wir sind halt nur wir beide. Und wir sind beide in der gleichen Familie groß geworden. Ja, wir haben ähnliche Geschmacks, ne, außer Kokos vielleicht. Ich wette, es gibt andere Produkte, die wir nicht so toll fanden, die anderen schmecken. Muss ja man jetzt ganz fair absolut, sein. Absolut, ja? Absolut. Und damit schaut auf jeden Fall bei meinem Brudi Brotsmail vorbei. Der hat nämlich auch einen Kanal. Verlinkst du das oder nicht so? Müssen Sie selber suchen. Und damit würde ich sagen, beendet Ramon das Video mit einem Reim. Fact über Weihnachten. Mit einem Reim über Weihnachten. Nein, die Leute schreiben mir teilweise, oh, ich bin extra bis zum Ende dran geblieben, weil ich noch wissen wollte, welchen Fact du droppst und so. Ich find's krass. Aber sie dachten ja, es kommt ein Fact und wenn jetzt keiner kommt, ist ja nicht schlimm. Du kannst mir was googeln, dann sage ich das. Und bis dahin reime ich irgendwas. Bald ist Weihnachten und mit einem veganen Kalender sind wir frei von Schlachten. Jetzt musst du noch auf Kalender irgendeinen Reim finden. Nee, Schlachten, naja. Weihnachten, Schlachten. Und weil es vegan ist. Das reimt sich nicht mal, Digga. Was? Weihnachten und Schlachten. Nix. Auf gar keinen Fall. Vivi labert rum, das finde ich ganz schön. Schlau. In ganz vielen Produkten war Kakao. Teddy macht me. Yo. Genau. Teddy ist unsere Katze, die schon gelebt hat, als wir beide noch Kinder und Teenager waren. Und die gibt es immer noch, die alte Dame. Hier 10 interessante Fakten über Weihnachten, du darfst sie davon einbauen. Okay, wir nehmen die 7. Wieso feiern wir Advent? Insgesamt feiern wir 4 Adventssonntage. In der 4-wöchigen Adventszeit bereiten sich die Christen auf Weihnachten und die Ankunft Jesu Christi vor. Am ersten Advent beginnt zudem das neue Kirchenjahr. Aber auch außerhalb der Kirche nutzen die Menschen die Adventszeit, um auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Nein, um sich auf die Weihnachtsfeiertage einzustimmen, Geschenke zu kaufen und auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Okay, habe ich vorher gesehen. Ja, das war jetzt nicht so spannend, ne? Du hast ihn ja ausgesucht. Hau rein. Ciao.